Spider-Man, Spider-Man, das whatever. Okay, ich höre schon auf. Freunde, willkommen zurück zu Spider-Man 3. Da ist mir gerade spontan eingefallen, dass ich ja mal dieses coole Spider-Man-Lied singen könnte, aber... Nee! Lass mal. Sophie, ich werde zu spät kommen. Jameson muss mit meiner Story wohl bis zur morgigen Ausgabe warten. Ach, komm mal, die Schnauze. Okay, können wir wieder irgendeine dumme Daily Bugle, Frau will, Foto, weiß ich nicht, Prostitutionsaufgabe machen? Was zur Hölle? Keine Ahnung, ich spack schon wieder rum. Wir wollen jetzt die nächste Mission machen. Wir haben in der letzten Folge, ich muss gerade überlegen. Was haben wir nochmal gemacht? Wir haben zwei Missionen erledigt. Genau, wir haben Shriek gekillt. Nein, haben wir nicht, aber wir haben sie so ein bisschen abhauen lassen. Ja, sie ist entkommen. Dann haben wir noch eine kleine Mission gemacht, bei der Eddie Brock sich als furchtbar schlechter Spider-Man verkleidet hat. Und bin froh, dass ich sämtliche Schurkenfotos habe. Ich muss mal gucken. Fällt mir gerade auf, das kann ich mal ganz schnell nachgucken. Wie das jetzt mit den Missionen aussieht, wie viel noch kommen. Oh, Stunt Double. Die soll eigentlich erst bald kommen. Ja, dann würde ich sagen, die beiden Missionen. Jetzt bin ich gegen meinen PC gekommen. Die beiden Missionen, die dazwischen noch fehlen, die machen wir noch. Ich denke, die schaffe ich in diesem Part. Und am nächsten Part würde ich sagen, weil dann, glaube ich, ein bisschen das Finale eingeleitet wird. Ja, obwohl wir noch kaum was vom eigentlichen Film gemacht haben. Möchte ich hier nochmal anmerken. Ach, ich habe schon gesagt, erst in den letzten Missionen wird dann wirklich das vom Film kommt und dann auch noch arg zusammengefasst und... Naja! Ein bisschen scheiße alles. Aber, ich vergesse mich mal nicht mit nur einfach, was ich sagen will. Mit Dauer betrunken, ey. Da betrinke ich nicht mal. Das ist unglaublich. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, in der nächsten Mission wollen wir dann mal ein bisschen die Gang-Mission machen, damit ich die ganzen Fotos vollkriege. Irgendwie habe ich da doch Bock zu, das mal zu machen. Damit wir wenigstens ein bisschen mehr Prozente kriegen. Und damit wir uns die ganzen Upgrades kaufen können. Die auf jeden Fall... Ja. Ach, ich habe gar nicht mehr geguckt, ob ich meinen Sound richtig eingestellt habe. Ich habe jetzt mal ein bisschen... Weil ich muss das ja mal nachträglich beim Rennen dann leiser stellen. Habe ich ja vorher mal gemacht. Habe jetzt mal ein bisschen so geguckt mit den Soundeinstellungen meines Avamedia-Programms. Dass ich das nicht nachträglich beim Rennen dann noch leiser machen muss, damit ich es nicht vergesse. Für den Fall, dass ich es vergesse, dass er nicht dumm ist. Deswegen habe ich jetzt aber Media beim Mixer auf 10 gestellt und ich, wenn das jetzt gespeichert hat, dann ist noch alles gut. Aber es ist gar nicht so laut für mich, also geht, glaube ich, alles. Wie gesagt, im Zweifelsfall kann man natürlich alles nachträglich noch lauter oder leiser machen, aber man kann es auch einfach haben. So, was wollte ich sagen, die Mission machen genau, und die Helden-Upgrades, die werden wir auf jeden Fall auch für das Finale benötigen, weil der Eldens-Boss, der war, ich weiß nicht, damals habe ich da übelst gehangen, ich habe den voll nicht hingekriegt, ja, bis ich mir mal so eine Strategie im Internet angeguckt habe, da gibt es so einen Trick oder eine Attacke, die wirklich sehr effektiv gegen den ist, wo er sich kaum wehren kann, dann war der ganz easy. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war, ich glaube, es war diese Hochspringen und dann Schütteln, dass man sich so auf ihn rauf, an ihn festleint und dann, auf ihn drauf springt. Aber ich weiß es nicht mehr. So, Morbius slash Schräg slash was auch immer. Um Dr. Gonzalez, ja, noch nicht mal eine Mission. Sein Zustand verschlechtert sich. Wenn wir ihn nicht heilen, stirbt er. Du musst seine Frau herbringen. Geben Sie mir keine Befehle. Tut mir leid. Bitte, helfen Sie mir. Wenn meine Frau nicht herkommt, bringen Sie mich zu ihr. Michael, das schaffst du nicht. Wenn wir dich bewegen, könntest du sterben. Sie ist meine einzige Hoffnung. Doc, er hat recht. Wir haben keine Wahl. Oh oh. Das riecht doch schon nach Verrat. Leg dich mit dem... Och nö. Och nö. So ein Scheiß dürfen wir wieder... Oh. Oh, leck mich fett, ey. Oh, shit. Oh, shit, das hört ja gar nicht mehr auf. Okay, müssen wir wirklich alle davon machen? Sind wir in 20 Parts noch nicht fertig? Leck mich am Arsch. Oh... Da habe ich ja gar keine Lust. Na gut. Dann haben wir wenigstens schon mal Waste Tribe Fotos vielleicht. Komplett irgendwann mal. Warum ist er nicht hier? Hier ist sonst keiner.
Wenn du lautes Krachen hörst, sind das Autobomben. Der Waste Tribe hat sie platziert. Und das ist wirklich nicht geflunkert, als du das gerade erzählt hast, oder? Nein! Ach, jetzt müssen wir ja so eine Quatschmission hier machen, ey. Das ist künstliches in die Strecke. In die Strecke. In die Strecke längen. In die Länge strecken. Was ist mir altmodisch? So gut, cooler Trick. Moin. Voll über ihn rüber gerollt, ja. Ist das dass er auch schön stirbt. Auf und davon? Nein. Auf und davon. Zack, schnell einfach in den Krankenwagen zu legen, der gerade vorbeikam. Danke, Spider-Man. Hier. Und jetzt? Achso. Ach Gott, noch mehr. Oh Gott, oh Gott. So, da waren gleich zwei. Hätte ich mal erstmal machen sollen, wa? Wieder schön über den rübergerollt. Du lässt mich doch nicht auf den Kopf fallen, oder? Das, die Stimme passt überhaupt nicht zu dem Typen. Ah. Naja. So, hui. Haben wir da gleich Krankenwagen? Ja, einfach zwei Typen in einen Krankenwagen. Irgendwie scheint es halt trotzdem noch ganz gut zu gehen, weil ihr keinen Bock habt, in den Krankenwagen reinzugehen. Ja, ja, übrigens, der Waste Tribe macht übrigens noch mehr Scheiße. Ich weiß zwar nicht, woher ich das weiß. Vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber der Waste Tribe spielt verrückt und zwangsrekrutiert neue Mitglieder. Woher weiß der das? Keine Ahnung, Mann. Ich darf kloppen. Also ist alles gut. Hey, Spidey. Das ist... Yeah. Warte mal. Na los doch. Also, wie die wieder rennen, ey. Kein bisschen? Ich glaube, es war gerade schon so ein fortgeschrittener... Typi, warte mal. Du schwingst hier große Reden, Mr. Superheld. Aber jetzt schwing ab. Tut mir leid, aber du verwechselst mich da mit jemandem, der dir nicht gleich ein blaues Auge verpassen wird. Erstmal ein paar Fotos machen. Wow. Schauen wir mal. Nein. Schurkenfotos bitte. Wir haben sonst so alle. Waste Tribe. Fehlt nur noch der fortgeschrittene Waste Tribe Ritter. Okay. Was sind, wie viele sind das überhaupt? Guck mal, grad mal gucken. Steht hier irgendwo. 21 von 35, noch 14 Stück. Das geht klar. Wir haben ein Zehntel der Meteoritensplitter, yay. Naja. Ich krieg's trotzdem was in die Fresse. Hui. Komm in unsere Welt, Spidey. Und du bleibst hier für immer. Sicher, das sagst du jetzt. Aber du denkst bestimmt anders darüber, wenn ich mit dir die Straße gewischt habe. Bam. Ja, ja, ihr wieder feigen Ausweicher hier. Die können wieder gar nichts, ja. Die können ausweichen. Hätten sie überhaupt gar nichts aus. Diese. Oh. Oh, ho, ho. Du bist aber ein fortgeschlittener. Du hast mich zum letzten Mal genervt. Spider-Freak. Freak. So. Komm schon, Spidey. Immer erstmal gucken. So. Schurkenfotos. War das gerade der Fortgeschrittene? Nein! Also war das der Schläger, ne? Nicht der Ritter. Aber die Ritter sind doch die mit den Schilden, oder nicht? Ja, die mit den Schilden. Der hat kein Schild. Ich bin so dumm! Aua. Aua. Ja, ist ja gut. Das sagst du jetzt, aber du denkst bestimmt anders darüber, wenn ich mit dir die Straße gewischt habe. Da hat ein Ausweicher mit erwischt. Und ein mit Schild. Bam. Ganz ehrlich, durch dein Schild breche ich einfach durch.
Lady, gehen Sie weg. Um Gottes Willen. Oh. Du kannst wenigstens so tun, als wenn es was Besonderes wäre. Du wirst nicht jeden Tag von einem Superhelden verprügelt. Sind wir gerade gestorben? Wow. Ich dachte, du wärst ein harter Gegner, Spider-Man. Aber du bist eine Niete. Mann, ich krieg die Kombo gerade nicht mehr hin. Ich mach das zu schnell, glaube ich. Das war richtig dumm. Das war also richtig dumm. Jetzt habe ich das schon verschwendet. Mit deinen nutzlosen Angriffen kannst du uns nicht aufhalten, Spider-Man. Mann, ey, scheiße, weg hier. Bam. Das war nice. Moin. Du hast mir wieder also eine tolle Geschichte zu erzählen. Die mich einen Scheiß interessiert. So, mal kurz die. Okay. So lange wie möglich, Spider-Man. Wenn unsere selbstgebastelte Bombe explodiert und die Telekommunikation lahmlegt, kannst du nicht einmal mehr Hilfe rufen. Selbstgebastelte Bombe. Oh Gott. Ich hatte gerade einen kurzen Framerate-Einbruch, allerdings. Bomben? Was ist mit selbstgemachten Keksen, selbstgemachtem Kuchen oder sowas? Okay, ich hatte gerade kurz einen Framerate-Einbruch, aber nicht so wie da beim, hier. Das, wo meine TV-Karte mal abschmiert. Das war nur ganz kurz. Und dann hat sie sofort wieder eingekriegt. Gott, jetzt krieg ich wieder Angst hier. Aber ich habe doch meine neue Grafikkarte. Oh, irgendwie ist das gerade furchtbar ungemütlich in meinem Sitz. Irgendwie muss ich mich gerade mal besser hinsetzen. Ah, so. Besser. Ich bräuchte mal einen gemütlicheren Sessel. Was ist Sessel? Aber hier dran. Ich, für dich, Spider-Man. Ich will die gerade nochmal fotografieren. Willkommen zurück. Überall nur Nörgler. Der gleiche wie dein Kollege da hinten, ne? Ich weiß, es ist immer nervig, dass ich das jetzt mal nachgucken muss. Aber da kann ich auch nichts für. Vor allem, dass der Westhype-Schläger fehlt. Ist alles deine Schuld, du. Komm ruhig rüber und probier diesen Nestquatsch-Krabbelvieh. Mann, ey! Wie wäre es mit die Sandsäcke? Die Sandsäcke. Warum willst du kloppen? Ich will auch mal angreifen. Zack. So, du hältst die Schnauze hier. Zack, zack. Ich verteile bei T-Shirts mit der Aufschrift Spider-Man. Ich kann ja auch damit töten. Und alles, was zack. Ich dafür bekam, war dieses lausige T-Shirt. Bam. Eins verspreche ich dir, Spider-Man. Wir zwingen diese Stadt trotzdem noch auf die Knie. Versucht es ruhig, ist mir egal. Ich hoffe nicht wirklich, dass ich jetzt alle diese Fragezeichen-Missionen machen muss. Da hab ich ja gar keine Lust zu. So. Ja, bin ich ja quasi schon nebenan. Einfach nur hier runter. Cool. So, die schaffen wir auch noch. Keine Ahnung, wie lang die sein wird. Aber die soll man auf jeden Fall noch schaffen. Oh, ich habe keine Lust, so viel zu machen. Ganz in der Nähe? Tja, da ist etwas Sprengstoff verschwunden und angeblich hat der Waste Tribe etwas damit zu tun. Oh, du bist echt gut in dieser dunkler Informant-Sache. Jetzt hatte ich gerade nur eine Hand an jeweils einen Handschlag und Fernbedienung und wollte gerade so voll cool sein. Und einfach nur mit einer Hand diesen hier machen. So, was soll ich machen? Ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst. Naja, irgendwen haben sie im Container eingesperrt. Hey, was ist das? Achso, Dynamit. Ich habe irgendwas haben von Dynamit gelabert, habe ich gerade gehört. Wow, cooler Trick. Was willst du denn mit Dynamit anstellen? Eine Pharmacy, weißt du? Eine Apotheke. Vielen Dank für deine Hilfe, Spider-Man. Aber die Leute im Übertragungswagen brauchen dich jetzt. Der Waste Tribe versucht, den Wagen zu zerstören. Du bist eine Frau. Und sie ist völlig steif da.
bin erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt. Wie unfassbar scheiße dieses Spiel ist. Nein. Aber es hat Schwächen. Naja. Na, ihr habt ja wieder nichts zu. Wow. Mal wieder nichts zu tun, außer alte Omas zu belästigen. Warte mal. So ein Mega-Schläger mit bei. Die wirklich dann ganz langsam angerannt kommen. Ich hätte echt gedacht, dass du mehr drauf hast, Spider-Man. Zack, zack. Aber du verwechselst mich da mit jemandem, der dir zack, zack. So, du boxst dich da scheinbar mit einem Auto. Kannst du ja ruhig machen. Ich verurteile das ja nicht. Ich finde das nur ein bisschen bescheuert. Was soll man machen? Der Gegenstand ist sicher. Ja, das Auto oder was? Ach so. Der hässliche Kerl hier. Während du mit mir Zeit vergeudest, Spider-Man, wird mein Tribe die Polizisten vernichten, die dumm genug waren, uns in unser Territorium zu verfolgen. Mhm. Das ist ungefähr so interessant wie die Tatsache, dass Bananen krumm sind. Das ist mir gerade ganz spontan eingefallen. Ich habe gerne Vergleiche mit Bananen, glaube ich. IQ einer Banane. Habe ich auch öfter mal, ne? Hm. Naja. Oh, das ist wieder ganz. Och, die kloppen gerade irgendwen. Ich habe keine Zeit für Fotos. Hey, erinnerst du dich noch dran, als die ganze Stadt voll auf Spidey stand? Ich auch nicht. Wie witzig heute. Du Waste Tribe. Bam! Das war cool. Alter, so viele Typen auf dem Bildschirm, das einfach voll rumlaggt. Das ist voll schlecht. Hallo, Kater. Warum eigentlich? Ich habe ja Katzen. Und eigentlich ist eine Katze davon nie bei mir. Weil ich erlaube ihr eigentlich nicht den Aufenthalt, weil sie öfter mal Sachen kaputt macht. Weil ich bin jetzt halt voll oft bei mir. Warum bist du hier? Wie bist du hier reingekommen? Ich habe das nicht mal mitgekriegt. Ich krieg diese Kombo irgendwie nicht mehr hin. Ich bin so blöd dafür. Das war jetzt unnötig. Mann, nimm doch gleich ein Schild weg! Mann! Alle gesund? Danke für die Hilfe, Spidey. Hey, hast du Zeit, dich mal zur ESU rüberzuschwingen? Der Waste attackiert dort gerade einen Professor. Oh Mann, rette den Professor. Professor. Hey, Dr. Connors hier oder so, ne? Professor. Oh mein Gott. Okay. Weiter. Es war gerade ein kurzer Schnitt. Ich habe gerade vergessen, ins Menü zu gehen. Ich hoffe, die haben den Professor nicht in der Zwischenzeit schon komplett tot gekloppt. Ne, geht erst los. Die haben auf mich gewartet. Das war freundlich. Schaut euch an, Jungs. Und ich habe nicht mal einen Schokoriegel für euch. Zack! Oh, richtig schön ins Wasser gekloppt. Oh, der ist fast ins Wasser ausgewichen. Aua. 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 Lass mich doch auch mal zum Angriff kommen hier. Aua. Alles gut. Wow. Das ist ein Professor? Bist ein Idiot. Danke, dass du mich gerettet hast, Spider-Man. Ich habe keine Ahnung, was dieser Abschaum gegen mich hatte. Motive werden in diesem Spiel sowieso nicht so geklärt. Ich bin Arzt, ich darf hier durch. Der Waste-Tribe ist auf dem Kriegspfad. Ja, ist ja schön. Für euch. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, wir haben eine Minute länger gerade, aber denkst durch den Schnitt haben wir vielleicht gute 20 Minuten jetzt. Ich gucke gerade, ist es weniger geworden? Oh ja. Oder? 1, 2, 3, 4 sind da noch. Ich glaube, umso größer die Kreise sind, desto mehr Missionen sind. Das kann das sein. Ja, desto mehr Ziele, meine ich. Guck gerade hier. Nee, ist alles eliminiert. Okay, es sind nur noch 4 Stück. Wahrscheinlich mit der Zeit verschwinden die.
Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, ich kann ja schon mal zu dem hier noch schnell hinfliegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Spider-Man 3 wieder. Wenn wir weiter Spider-Man 3 spielen. Nein, wenn wir dem coolen Waystripe mal zeigen, dass der voll für den Arsch ist. Nur um Shrieks versteckt zu finden, ey. Naja. Ist mir im Endeffekt ziemlich egal. War eigentlich auch Meteoriten? Splitter irgendwo drauf? Bei einem dieser Häuser? Wohl nicht. Naja. Hui. Moin. Gut, Freunde. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Spinnenmann 3. Tschüss.